Ich habe immer also bei anderen Sachen, also ob das jetzt eine Landschaft ist oder irgendwas Malerisches, es ist immer was Konkretes dahinter. Und mich interessiert das eben, wie kann ich das Konkrete in was anderes verwandeln. Ich habe eine Vorstellung, aber ich zeichne nicht vor. Das Bild entsteht im Malprozess. Das hängt auch damit zusammen. Also die Gestik ist mir wichtig, aber ich spüre dann die Energie. Ich kann nicht das ganze Bild fühlen. Mir widerstrebt es auch. Es ist so wie Schriftzeichen oder wie manchmal verdichtet sie das, dann ist es wieder offen. Also mir widerstrebt eigentlich sozusagen. Ich kann es auch nicht, das Volle, das Gefüllte, das ist nicht meins. Ich muss einen offenen Raum haben, in dem ich mich drin bewegen kann. Und manchmal ballen sich die Flecken zusammen, werden dichter, dann wieder dünner, dann kommen nur Fahrer. Also ich möchte eigentlich irgendwie dieses Ganze, was für mich, dieses Repertoire, die Linie und der Fleck, dass das auch getrennt und dann wieder, dann verdichtet sie es wieder. Also ich will nicht so malen, so einrandeln, sondern das soll eine offene Sache sein, die man immer wieder neu zusammensetzen kann. Und es hängt mit der Energie des Malens. Also wenn ich zum Beispiel da vor der großen Sache stehe, dann habe ich die Flecken und dann entsteht eine Fleckenkonstellation. Aber ich könnte da nicht sozusagen das dazwischen, das kann ich nicht fühlen. Das steht da frei drauf. Also ich habe eigentlich, das ergibt sie aus den Flecken selber. Ich habe nicht so eine Vorstellung, wo was sein wird oder wie viel, sondern das entsteht im Malprozess. Dass ich mich auf etwas einlassen kann. Und das wirkt auf mich. Ich brauche nicht eine Erklärung oder irgendwas, sondern das ist ein Abenteuer, wenn man solche Dinge anschaut. Das ist was Wunderbares. Und wenn man sich das verstellt, oder dann nimmt man sich so viel weg, da beschneidet man sich selber. Ich empfinde das also als eine ganz persönliche Niederschrift, wie was Seismografisches. Also wenn man erregt ist oder wenn man so sozusagen halt sich ein bisschen so dahin quält oder denkt, Jesus, das ist ja jedes Mal anders. Es ist ja ein Erregungszustand, wenn man da mit diesen Sachen herumhantiert.